Auf die Verpackung kommt es an. Seine Kostüme schlüpfen. Der Entertainer sieht zwar schwach aus, fühlt sich aber wieder fit. 10 Jahre lang war er eine Hälfte des gefeierten Travestie-Duos Mary and Gordy. Dann, 1988, kam das aus. Es hieß, Gordy hat ein Rückenleiden, kann nicht mehr auftreten. Die Presse glaubte die Version nicht. Die Gerüchte, Gordy habe AIDS, sind bis heute nicht verstummt. Es ist überhaupt nichts dran. Ich würde doch nicht, wenn ich so eine Krankheit hätte, würde ich doch nicht auf die Bühne gehen. Erstens das. Zweitens, man hat mich 88 im Sommer, haben mich 7 Zeitungen sterben lassen. Warum, weshalb, wieso, ich habe keine Ahnung. Ich kann doch nicht dauernd mit dem negativen AIDS-Test rumlaufen. Gordy kann kaum glauben, dass das Theater Die Wühlmäuse in Berlin total ausverkauft ist. Seine Fans haben ihn nicht vergessen. Die Rückkehr auf die Bühne ist für Gordy mehr als nur Arbeit und Broterwerb. Statt einer Kur hat er sich die neue Show verschrieben. Ich bin immer gesund geworden. Bei einer Grippe oder so habe ich mich gesund gearbeitet. Und den letzten Schliff möchte ich jetzt auch wieder zum ganz gesund sein. Es ist schon eine Art von Therapie. Noch vor 2 Jahren sah Rainer Kohler so aus. Seither hat er über 15 Kilo an Gewicht verloren. Die letzten 7 Monate lag er in einem Berliner Krankenhaus auf einer AIDS-Station. Doch Rainer Kohler sagt, er ist nicht infiziert. Angefangen habe alles mit einer harmlosen Grippe. Dann war ich 2 Wochen richtig gehend bewusstlos. Und da hat man festgestellt, dass ich also eine doppelseitige Lungenentzündung habe. Und man hat Krebs festgestellt, Lunge, Magen. Und ja, und dann habe ich also diese Chemotherapie gekriegt und alles mögliche, Infusionen und eben alles, was man so macht. Und dann ging es langsam eben wieder bergauf. Gordy rang wochenlang mit dem Tod, doch für die Wahrheit interessierte sich niemand. Umso schwerer trafen den Künstler die Gerüchte um eine AIDS-Infektion, die für ihn auf Vorurteilen basieren. Es grenzt ja schon irgendwie an Rufmord, weil gerade in dem Metier, wo ich arbeite, Travestie-Milieu, da scheint es überhaupt gar keine anderen Krankheiten mehr zu geben. Gordy tritt seit 20 Jahren als Travestie-Künstler auf. Schon vor seinem Riesenerfolg mit Mary war er als Mann in Frauenkleidern bekannt. Ganz automatisch halten ihn viele für homosexuell. Ich habe zu Homosexuellen ein irrsinnig gutes Verhältnis. Man muss, um mit jemandem ein gutes Verhältnis zu haben, ja nicht mit dem ins Bett gehen. Und da habe ich sehr gute Freunde. Sind Sie selbst homosexuell? Nein, ich bin absolut hetero. Das Berliner Premierenpublikum merkte Gordy nichts von seinen Krankheiten an. In der Rolle als Marilyn Monroe erinnerte Gordy an die alten Zeiten. Er glaubt, dass er noch lange so weitermachen kann. Und solange die Leute mich sehen wollen, bin ich da. Und solange ich es gesundheitlich kann, stehe ich einfach da, weil das ist mein Leben. Die Shows in den nächsten Wochen sind ausverkauft. Gordy hofft, dass sein Körper das durchstehen wird.